Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, wo ich ziemlich hin und her gerissen bin, weil es einfach immer noch unfassbar viel Kram ist, den wir irgendwie erledigen könnten. Dieser Glockenturm ist auf jeden Fall ganz weit vorne auf meiner Liste. Und dann habe ich festgestellt, hier ist so eine Shangri-La-Mission im Süden, die wir noch irgendwie ausgelassen haben, die könnte ich nochmal nachholen. Yuri und Reggie könnten wir auch nochmal. Das ist, glaube ich, sogar die letzte Mission bei denen dann. Wenn nicht die vorletzte, keine Ahnung. Also 4 Missionen sind es bei denen insgesamt. Müsste man mal gucken. Mal abgesehen davon, dass wir im Süden noch unfassbar viel kleinen Scheiß vergessen haben, was jetzt aber erstmal nicht ganz so wichtig ist. Könnte ich auch mal wieder eine Curati-Films-Rennaufgabe machen. Das habe ich auch lange nicht mehr getan. Und ich könnte vor allem erstmal wieder Skillpunkte ausgeben. Das habe ich nämlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Und zwar 3 Punkte. Ja, das geht jetzt alles hier rein. Dann haben wir das nämlich demnächst schon mal voll. Und brauchen uns da nicht mehr drum kümmern. Vor allem geht das da mal 80 Sekunden. Das ist ganz ordentlich. Statt 30. Macht schon was her. So. Glockenturm. Das ist jetzt erstmal Projekt Nummer 1. Ach, komm schon. Boah. Willst du vielleicht auch einfach mal lenken? Dankeschön. Oh Gott, Felsen. Uah. Ach ja. Oh. Schön, dass da. Hauptsache, da stehen 3 Leute, einer davon ist eine Geisel und natürlich fahre ich nur die Geisel um. Mann, das fängt schon wieder perfekt an hier. Aber wenn wir schon mal hier sind. Bei all diesen Sachen, die ich gerade ansprach, könnten wir natürlich auch immer noch... Oh, ich muss hier gar nicht hoch. Wir natürlich auch immer noch die Hauptstory mal weiterspielen. Alter. Diese Karre, ne? Ist... Meine 50 Karma-Punkte hoffentlich wieder. Sag mal, wie schickt mich dieses Ding hier eigentlich? Alter, ihr habt doch alle gelitten. Ich will doch nur zu dem scheiß Glockenturm. Ich habe Tiere aufgeschreckt. So. Oh, ist ein bisschen was los. Wobei, ist das gar nicht so viel. Eigentlich sind es nur 2 Flitzbieben und die sind gerade mit dem Bär beschäftigt. Die Frage ist, wie lange noch? Auch gleich noch mit. Hier war doch auch noch eins. Da ist auch noch eins, aber das machen wir dann gleich. Ja, häuten wir den Bären einfach nochmal. Gibt ja auch ein paar Cent.
durchsuchen wir spaßeshalber auch nochmal. Immerhin ein bisschen Munition. Und knapp 3000 Rupien. Damit kann man doch erstmal leben. So, wo geht's denn hier hoch? Kann ich da schon? Yes. Erzählt man jetzt schon als Deserteur, wenn man aus dem Land ausreist? So langsam kriegt der Junge ein bisschen Panik. War hier nicht? Ach, da oben. Ja, das war... Knapp, wollte ich sagen. Wer ruft denn hier um Hilfe? Ach du! Aber ich kann dich hier auch nicht rauslassen, oder? Oder doch? Doch kann ich. Hi! Ja gut. Bleib halt da und mach, was du willst. Na, Bolzen. Habe ich aber schon genug. Okay. Da war das. Ist es jetzt schon eine Herrschaft des goldenen Pfades? Okay. So komme ich da auf jeden Fall nicht ran. Komme ich da draußen irgendwie weiter? Nee, da komme ich auch gar nicht hin. Das ist auf jeden Fall noch zu hoch. Aber vielleicht komme ich da drüben irgendwie hin. Auch das reicht offenbar nicht, oder der Winkel ist zu blöd. Dann machen wir das halt so. Gehen wir halt aus. Oh, Kiste. So, ausgeleuchtet. Fehlen nur noch vier. Keine Orte dabei, die mich unfassbar vom Hocker hauen. Hey, wir kriegen eine sinnlose Pistole kostenlos am Handelsposten. Na komm. Jetzt sammel das Medikit auch ein. Ich hab noch Platz für eins, ich habe jetzt nicht umsonst diese Spritze. Alter. Fuck that, ne? Ah, jetzt geht's. Okay. Jetzt nur erstmal Gewalt anwenden. Ich denn so? Okay. Ich wackel einfach ein bisschen. Nehmen wir mal so hin. Propagandaposter. Da will ich hin. Das heißt, wir nehmen diese Seilrutsche. Ja. Das lief doch wunderbar. Und weg mit dem Ding. Pakete sichern habe ich gerade nicht so viel Bock drauf. Hey, noch eine Longinus-Mission, okay. Wo kommt die denn her?
Ich dachte, damit wären wir auch schon durch. Aber okay. Ja, ach komm. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Dafür lasse ich sogar den Gyrokopter mal stehen. Da kommen wir, glaube ich, ganz bequem so hin. Oder auch nicht. Kann ich da klettern? Sieht nicht so aus. Eigentlich wollte ich die Bienen hier ja irgendwie vermeiden. Ah, okay. Hat auch geklappt. Rette Menschen vor Raubtieren. Ja, wo ist das denn jetzt? Ja, nichts mit Karma. Hier sind doch bestimmt Kisten oder so. Bin ich jetzt bescheuert? Der ist doch irgendwo. Okay, war das die, die ich gesehen hatte? Ich bin mir nicht sicher. Hey Jay, mein Freund. Wie geht's dir? Ja, läuft, ne? Und selbst? Na dann. Psst, gleich läuft SpongeBob. AJ, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Das sag ich ja. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen. Ich höre einen Scheiß. Er sagt, er lebt noch. Doch Leben heißt Fortschritt und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als dem positiven Einfluss, der ich bin. Fortschritt erfordert Stärke. Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt. Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation. Miss Noor und Paul Depleur haben nach langjährigem Träumdienst neue Herausforderungen gesucht. Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück. Doch wie sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück. Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung. Seid beruhigt, Yuma Lao, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der Keo-Anlage überwacht, steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter. Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht. Versucht es nur, ich bitte euch, und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe. Zum Mitschreiben, Fortschritt ist gut, begrüßt ihn, euer König lebt noch. Frohlockt, Yuma steht eisern wie ein Wachturm und wartet. Kommt doch! Keine Ahnung, warum das jetzt so leise war, ehrlich gesagt. Klingt nach einer Herausforderung. Die Minen. Du weißt Bescheid. Okay, sind die beiden sich einig? Oh, Vergeltung. Moment. Muss kurz mal meinen Bart richten. Vergeltung, war das nicht? Kriege ich dann nicht das hier? Ja, sehr schön. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir dann wenigstens volle Hitpoints. Dann spare ich mir den Skillpunkt jetzt auch. Wie weit ist denn das? 450 Meter, da nehmen wir mal ein Auto.
Wie sieht's munitionstechnisch aus? Ja, da sind wir ganz gut gerüstet, glaube ich. Das könnte schlimmer sein. Ich verbringe erstaunlich viel Zeit damit, mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen. Sie hat ein besonderes Talent dafür, jedes Kennenlernen zu versauen. Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet. Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge. Sie schließt Abkommen mit meinen Käufern weltweit, passt auf Nur und Pleur auf und führt nebenbei noch meine Armee. Naja, bis sie anfing, sich für den kyratischen Aberglauben zu interessieren. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sie da geschickt, um magische Gemälde oder sonst was. Ich bin ganz aufgeschlossen, was verschmerzbare Verluste zugunsten der Arbeitsmoral angeht, aber Mann. Es kann nur eine bestimmte Zahl von Stiften gestohlen werden, bevor man jemandem die Hand abhacken muss. Hab ich die jetzt beide getroffen? Alter! Die Assis mich ja fast umgefahren. Ich glaube, es hackt. Unglaublich. Na, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir die beiden Kisten auch noch gleich mitnehmen. Warum kriege ich denn jetzt noch XP? Für was habe ich denn gerade noch die... Naja, egal. Ich nehme das jetzt einfach so hin. Im Namen des Königs, stirb! Ich erteile dir eine Lektion! Was mit den Leuten los ist, ne? Wo ist denn? Ach, die Kiste wird da oben sein. Richtig. Kommen jetzt die Tiere her? Also. So. Ja, da bin ich ja hier schon ganz richtig. Ist ja wunderbar. Ich könnte auch klettern, aber ich fahre einfach mal. Solange ich das noch kann, vielleicht wäre ich doch lieber geklettert. Erstaunlich viele goldene Fahrtmitglieder hier. Gott, laufen wäre auch nicht langsamer gewesen. Ah, wisst ihr was? Lass die Karre da jetzt stehen. Suche nach Yuma, okay. Ich hab ein bisschen Angst.